Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für die PlayStation 4. Let's play Rayman Legends. Ja, Rayman. Lange ist es her. Ich glaube, wenn ich mich noch recht entsinnen kann, liegt der erste Rayman-Teil schon ziemlich weit zurück. 1995 ist er erschienen und ich kann mich daran entsinnen, dass ich den als kleiner Ursel gespielt habe, so ungefähr. Lass es 1996 gewesen sein. Und Rayman 2 habe ich auch gegen 1999 irgendwann nochmal gespielt. Aber seitdem war eine lange Pause da. Ja, das erste Mal seitdem wieder Rayman zocken. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze für mich wird. Weil es ist, wie gesagt, schon ein Spiel, das kann man auch zu den alten Eisen nennen. Aber natürlich eine beliebte Reihe und hat sich dementsprechend auch fortgesetzt. Und auch dem möchte man auch nicht so widersprechen. Ich starte natürlich das Spiel erstmal und drücken Sie eine Taste. Ich habe das Spiel noch nicht angespielt und bin natürlich gespannt, was mich hier erwartet in Rayman. Ein Jahrhundert. Ein ganzes Jahrhundert. Hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus und erschufen neue Dämonen. Grauenhafter als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell, wecke unsere legendären Helden. Drücke Kreis, um deinen Helden aufzuwecken. So, und das Spiel beginnt. Wir starten natürlich als Rayman hier. Und ich bin jetzt in einer Art wahrscheinlich Tutorial und muss mich erstmal in das Spiel einfinden. Drücken Sie Viereck, um zu schlagen. Ja, richtige Powerfaust. Oh, sind die böse? Ich weiß nicht. Ich boxe da einfach mal hinterher. Ah, den habe ich nicht mehr gekriegt. So, das kann man auch zerstören. Gab das ja nichts gegeben. 14. Ich schaue einfach mal und seht mir das ein bisschen nach, dass ich mich hier ein bisschen einfinden muss, weil ich kenne mich hier nicht aus. Drücke X, um zu springen. Oh, da ist ein kleiner Kumpel, den müssen wir wohl helfen. Yeah. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Okay. Was ist das hier? Ein Wurzelvieh. Ah, und das sind hier wohl irgendwelche Extras für später. Runter und Viereck auf, um sie vom Boden zu ziehen. Alles klar. Was haben wir denn da für schöne Sachen? Runter und Viereck. Ein Radieschen oder was ist das? Rübenkombo. Du hast eine neue Trophäe erhalten. Alles klar. Das schaut ja soweit schon ziemlich lustig aus. Was ist das denn für Krokomänner? Ach, eure Schilde bringen nichts. Oh, eine Höhle. Wo sind wir denn hier gelandet? Ui, ui, ui. Na. Ah.
Hier konnte man eine Gurkennase befreien. Kann ich hauen, Mann. Ein Herzchen, jetzt schwebt mir so ein Herz nach. Oh. Ziemlich herzerwärmend. Oh, was ist das denn für einer? Drücke Kreis, damit der Kreatur ins Auge piekst. Der, was ist der? Der Froschkönig, oder? Okay, ich kann damit meinen Kameraden steuern, aber nicht. Alles klar, der lenkt mir das Vieh ab. Wow. Drück wiederholt Kreis, damit er den Gegner kitzelt. Der Froschkönig. Ich nenne ihn einfach mal Froschkönig. Ah, der kann ihn auch so ablegen. Drücke nach unten und Viereck für einen für eine Schmetterattacke. Jawohl. Ja, das mit der Bildchensprache, das lenkt schon ziemlich ab. Sonst kriege ich auch was mit Kreis wieder. Ja. Kann der noch was machen? Macht der noch was? Der Froschkönig. Nee. Drücke wiederholt Kreis, damit den Gegner kitzelt. Kann ich machen. Yeah. Gibt's hier noch was zu holen? Ne, ich denke an dieser Stelle habe ich hier alles und dann gehen wir mal in die Burg hinein. Na ja, hier habe ich hier einen Ratten. Drücke Kreis, damit der Seil kappt. Alles klar. Viereck, um zu schlagen. Ah, nein! Scheiße. Okay, dann nochmal von vorne. Ah. Na, ja, geschafft. Puh. Drücke Kreis, damit den Hebel aktiviert. Alles klar. Was ist denn hier? Irgendwelche Viecher? Glühwürmchen. Das sind Glühwürmchen für mich. Also, das Spielprinzip scheint mir jetzt so momentan aufzufallen, dass ich diese kleinen Nasenbären hier befreien muss. Also ein typisches Jump and Run. Hm, jetzt muss ich mich anscheinend mit dem Seil darüber schwingen. Ja! Hab ihn! Das Seil. Das kappen. Ey, jetzt wird er ja fast gegrillt, der Kollege. Nicht das Seil kappen. Erstmal befreien. Ist da reingefallen? Ah ja, der lebt trotzdem, das ist gut. Du greifst dann die Plattform bewegt. Okay. Also Rayman hat sich ja schon arg verändert, muss ich sagen. Ah. Zumindest so, wie ich das in Erinnerung habe. Auch von 3D ist das mehr in so Comic umgewandelt. Kann man so, glaube ich, so stehen lassen, ja? Von 3D in Comic. Und das Ganze ist mehr für Kinder aufgebaut. Aber gut, wir sind ja alles Riesenkinder. Ah, die Schleuderfrist, die hat man immer noch. Haha. Allianz und. Aber ich will erstmal die Rübe hier rausziehen. Radieschen. Ne, Typ ist das diesmal. Ein Typ. Halte L1 gedrückt, damit der Froschkönig das Rad dreht. Machen wir doch. So. War ich jetzt zu viel? Ich glaube, das war too much. Ich glaube, so ist das gut. Also die Kröte erstmal da weghauen. So, das ist schon, glaube ich, die erste knifflige Aufgabe. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir das so einstelle,
dass ich möglichst gut springen kann, ohne dass ich mich selber verletze. Okay, wie mache ich das jetzt? Ah, ich kann mich da bestimmt an diesen Ring festhalten. Das sieht doch gut aus. Hilfe. Nein, Mann. Scheiß. Dann nochmal von vorne. Muss man erstmal wissen, ne? Wenn man das erste Mal reinstartet, dann ist das nicht ganz so einfach. Kann man jetzt nicht einfach fallen lassen oder muss ich was drücken? Ne, man kann sich fallen lassen. Das ist doch gut. Ja, wir retten dich. Ha, scheiße, jetzt nicht in die Lava fallen. Das ist wichtig. Ah, ne. Gut, der bringt mich wieder zum Anfangspunkt zurück. Boah, ich krieg da jetzt schon richtige Nervenattacken. Hauptsache nicht in die Lava fallen, das ist wichtig. Radieschen. Was macht der? Aha. Okay. Ich muss mich an die Kette werfen. Und einmal rum. Fidibum. Oh ja, die Haare sind der Propeller. Das habe ich ja ganz vergessen. So geil. Jetzt kann ich, glaube ich, auf die andere Stelle rüber. Jawohl. Drückkeks, um vor die Wand zu springen. Ja, das habe ich ja vorhin schon rausgefunden. Dass man da so einen Double Jump machen kann. So, lässt er jetzt die Plattform runter. Oioioi. Nein! 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 Aha! Hilfe! Komm rüber. Nicht das durchmachen. Nicht durchschneiden. Nicht. Das ist keine gute Idee. Ah. Okay. Gehen wir mal hier. Ah, hier haben wir direkt auch wieder einen von diesen Nasenbären. Ich glaube, wenn wir alle gefunden haben, dann ist das Level geschafft. Kann das sein? Ich weiß das nicht. Aber das werden wir ja noch rausfinden. So, kleiner Nasenbärenfreund. Froschkönig. Nein, das war der Froschkönig. Ich habe mir ja schon eine Definition für die Charaktere verschafft. Ich weiß nicht, wie die in echt heißen. Wurde auch leider nicht erwähnt. Aber gut. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Ich kann ja noch nicht steuern, ne? Nein! Nein! Das ist auch kacke. Ja, mach das durch. Schneid das durch, meine ich. Ach, komm! Nein! Wie kann ein Spiel denn so anstrengend sein? Dann nochmal von vorne. Jetzt mach doch die Haare auf! Ah. Hilfe! Das Spiel macht auf jeden Fall Laune, auf jeden Fall. Das ist geil. Ah. Jetzt komm, nochmal. Jetzt aber. So schwer kann das nicht sein. Oh, das ist scheiße. Ihr müsst auch denken, mein Gott, ist der Typ bescheuert. Warum kriegt er das nicht gebacken? Macht das erstmal selber, also. Das ist ja richtig anspruchsvoll hier. Warte, ich halte mich hier fest. Geht das? Oh nee. Ich will nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Scheiß. Und jetzt. Ah, warum geht das nicht? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Ich glaube, ich bin einfach nur gesprungen, ohne die Haare aufzumachen oder so. Eine, so ein Mist. Na, versuchen wir das nochmal. Ah, und es klappt. Schön. Schön. So, kleiner Mann. Und den Kraut hier rausziehen. Ah, das ist ja gar nicht. Wenn ich
So, wie komme ich jetzt da weiter? Mal kurz überlegen, das ist ja schon die erste knifflige Stille. Zumindest komme ich jetzt da gerade nicht drauf in dem Moment. So, wenn wir da drauf gesprungen sind, kann man denn nicht irgendwie steuern den Knilch hier oben? Ich probiere gerade alles aus. Nee. Ich glaube, ich habe jetzt den Trick raus. Ich glaube, ich muss erstmal gegen das Brett springen. Von dem Brett gegen die Wand oben. Und dann komme ich oben drauf. So kann man Anlauf nehmen. Ja, ja. Ja, nein. Nein, ja. Wow. Hilfe. Ah, das Spiel macht ja richtig Laune. Das ist ja geil. So, jetzt muss der Knilch das Ding da runterziehen. Ja, jetzt natürlich. Ach, man muss Dreieck drücken. Also für Leute, die das Spiel spielen wollen, noch. Man muss Dreieck drücken. Damit gibt man den Vieh den nächsten Befehl. So. So, jetzt unseren kleinen Kumpel hier noch befreien. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen vor uns. Ja. Einer fehlt noch in unserem Bunde. So, das Ding hier rüber. Mit Kreis macht man das. Fahren uns rüber. Hol das nächste. Hau ab. Schwinde. Ah, Mist. Ja. Hol das Ding. Jawohl. Kitzeln, kitzeln, kitzeln. Kitzel, nein! Da war ich wieder zu voreilig. So, den. Oh, boah, wie kann man sich da drunter stellen? Jetzt werde ich wieder hier ein bisschen nervös. Aber kein Grund zur Sorge, wir gehen das einfach nochmal mit Ruhe an. Und nochmal mit Schwung. So. Mal schön krachbumm und die Dinger wegkloppen. Ich muss sagen, Rayman, ich weiß nicht, wenn man PlayStation-Fan ist, gehört das einfach irgendwie dazu. Ich habe zwar die anderen Teile irgendwie ein bisschen ignoriert, aber es bringt schon auf jeden Fall einen mäßigen Spaß und das ist mal eine Abwechslung. Im Gegensatz zu den ganzen Shootern, die mittlerweile nur noch in Massen produziert wird und einer wird schlechter als der andere. Leider von den Stories her. Ja, stimmt, da muss man mehrmals Kreis drücken. Den Riesen hier erstmal unterhalten. So, jetzt kann ich den auch wegkloppen. Schön. Ah, ich glaube, ich habe es geschafft. Die freuen sich alle. Einer fehlt mir. Den habe ich übersehen, glaube ich. Bronze gewonnen. Silber gewonnen. Ein Kleeblatt. Yeah. Und zu Gold fehlt mir natürlich der eine und ein paar Bienchen. Gut. Ja, das war's auch für die erste Folge Rayman Legends. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das Spiel besitzt sehr großen Unterhaltungsfaktor, also da kann man auf jeden Fall dranbleiben. Auch wenn ihr das Spiel nicht habt, schaut euch die weiteren Let's Plays an. Ich glaube, das wird noch ein riesen Gaudi. Also das erste Level hat mir schon mega mäßig Spaß gemacht, auch wenn ich ein paar Mal die eine oder andere Situation nicht so gut gemeistert habe, aber das wird noch. Für das erste Mal, aber ist gar nicht mal so schlecht so. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal und bei meinen anderen Let's Plays. Bis dahin, ciao.